Nun sind wir also endlich in Byron Bay angekommen, dem Surferstädtchen, das uns alle empfohlen haben und das man unbedingt gesehen haben muss. Hier befindet sich zudem der östlichste Punkt vom australischen Festland. Wir haben dort 3 Tage verbracht, denn mehr hat unser Budget nicht zugelassen. Denn dort ist alles ziemlich teuer und das ist das erste Mal, dass wir für einen Parkplatz bezahlen mussten. Man muss schon sagen, dass die Landschaft vor allem dort am Leuchtturm mega mega schön ist. Aber uns war es wirklich einfach zu touristisch und auch zu voll. Im Wasser hat es zum Teil so viele Surfer auf so einem begrenzten Platz. Und da macht es halt auch nicht so richtig Spaß, wenn man immer auf die Welle warten muss. Als wir nach Byron Bay reingefahren sind, war da noch ein Surfladen auf dem Weg, in den wir spontan reingegangen sind und ich mich sofort in ein Surfbrett verliebt habe. Das gehört jetzt uns. Ich habe auch mal versucht, mit unserem Brett zu surfen, aber mir ist es wirklich einfach noch zu klein. Das Wetter war nicht so der Burner, morgens hat es immer geregnet und auch noch während dem Surfen war es nicht so schön. Aber an einem Nachmittag kam mega unerwartet noch die Sonne raus und das Wasser war dann super türkis und es war richtig cool. Und wir haben auch Delfine gesehen, die hinten in den Wellen rumgesprungen sind. Und was haben wir beim Surfen gelernt? Mehr paddeln. Ja! Willkommen in unserem bisherigen Lieblingsort in Australien. Wir sind jetzt gerade in Yamba und haben uns da eine ziemlich große Unterkunft gegönnt. Weil wir wollen hier mal etwas entspannen. Bisschen surfen, uns ausbreiten. Es ist zwar gerade ziemlich schlechtes Wetter. Ich weiß nicht, ob man sieht. Aber da hinten hinter der Klippe kommt der Strand und da gehen wir nachher ein bisschen surfen. Da wir endlich mal einen Ofen hatten, gab es mein Lieblingsgericht Pizza und dazu natürlich passend zu Australien Findet Nemo. Auf dem Weg nach Yamba gab es noch einen Spontankauf. Ratet mal was. Nora, eine Freundin von mir aus Deutschland, hat uns auch noch besucht. Sie ist gerade auch auf einer Mini-Weltreise und kam kurz 2 Tage noch vorbei. Damit sie auch was von der Gegend sieht, sind wir extra zu den Green and Blue Pools gefahren.
Die waren aber leider weder grün noch blau noch türkis noch irgendwas, sondern braun. Und das Problem ist, dass sie dort Algen haben und die haben das ganze Wasser verfärbt. Ach ja, noch zu den Drohnenaufnahmen, die werdet ihr hier jetzt in Zukunft des Öfteren mal sehen. Aber jeder liebt ja Drohnenaufnahmen und wenn nicht, Pech. Seht ihr die riesigen Wellen? Naja, so groß sind sie gar nicht. Aber vor 2 Wochen wäre ich hier nicht ins Wasser gegangen, weil ich mega Angst vor Wellen hatte. Inzwischen schlage ich mich recht gut. Sonnenaufgänge sind schon was Geiles. Dafür stehe sogar ich mal gerne früh auf. Ich habe heute beim Surfen gerade 3 Delfine gesehen. Wir sind dann relativ schnell raus, um die zu suchen. Haben sie dann auch gefunden und die waren mega nah. Leider hatten wir halt nichts zum Fotografieren dabei. Jetzt sind wir nochmal gegangen. Jetzt sind hier nochmal 2 Delfine. Wow. Schau dir das an, so schön. Nachdem wir diese schönen Tiere ungefähr eine halbe Stunde beobachtet hatten, kam plötzlich noch einer, der hat den Fisch im Mund. Und das konnte ich mit der Drohne sogar recht gut einfangen. Und macht Spaß? Nein. Wieso nein?
Am nächsten Tag haben wir uns natürlich besser vorbereitet und haben die GoPro zum Surfen mitgenommen. Und wir hatten sogar Glück und es waren wieder Delfine da. Ach, und übrigens, für die Selfie-Aufnahme habe ich mir meine Spange kaputt gemacht und musste deshalb zum Zahnarzt. Es musste aber nur kurz etwas weggefeilt werden und dann war das Ganze wieder gut. Und der liebe Zahnarzt hat sogar gratis gemacht. Ursprünglich wollten wir eigentlich nur 7 Tage in Yamba bleiben, letztendlich sind wir dann aber 10 Tage geblieben und am Ende konnte ich sogar auf meinem Surfbrett aufstehen, das war mega cool. Und mit mehr Paddeln geht es auch einfacher. Wir waren eigentlich die meiste Zeit am gleichen Strand surfen, weil der mega nah von unserem Zuhause war. Und dort mussten wir über so eine Wiese laufen und immer wenn wir da drüber gelaufen sind, kam so ein süßer kleiner Vogel angeflattert und hat zu uns Hallo gesagt. Am Ende unseres Aufenthalts in Yamba kam noch so eine richtige Gewitterzelle, um uns zu verabschieden. Dann war es auch schon Zeit für uns weiterzugehen. Im nächsten Video seht ihr dann, wie es für uns in Richtung Outback geht.